So, dann weiter mit was auch immer. So, was haben wir denn hier? Die göttlichen Dienen Aktionen gegen Solus sind stärker, bergen aber die Gefahr der Unterwanderung. Aha. Wird aufgelöst, Aktionen gegen Solus werden schwächer, aber sicherer sein. Aktionen gegen Solus werden schwächer, aber sicherer sein. Gegen Bergen, aber Gefahr der Unterwanderung. Ja, lösen wir. Aktionen gegen Solus werden schwächer, aber sicherer sein. Ja, was heißt denn das? Die Inquisition wird den göttlichen, der göttlichen Viktorin ja dienen. Aktionen gegen Solus sind stärker, werden aber die Gefahr der Unterwanderung. Wir regeln das selbst, ist blöd. Wieder halt, unsere Arbeit ist getan oder wir werden halt den Frieden wahren. Also zwischen den zwei Sachen tendiere ich hier gerade. Nur ich weiß halt nicht, Aktion gegen Solus. Ich will nicht gegen Solus eigentlich. Inquisition auflösen. Ach komm, wir lösen die Inquisition auf. Also Solus hat da schon irgendwie recht. Im Prinzip sind wir einfach eine zu starke Macht und wir wissen absolut nicht, wer in unseren Reihen halt da so kämpft. Deswegen, es waren ja hier sämtliche Spione da bei uns im Haus. Im Prinzip kann ich das so nicht stehen lassen. Deswegen, keine Ahnung, wer sonst da noch sein Unwesen treibt und uns für Gott weiß was benutzt. Ihr alle wisst, was das ist. Nö. Ach so, doch. Ein Erlass der göttlichen Justinia, der die Gründung der Inquisition genehmigt. Wir haben gelobt, die Bresche zu schließen, die Verantwortlichen zu finden und die Ordnung wiederherzustellen. Das haben wir getan. Und für die meisten von uns ist der Krieg nun vorbei. Es wird Zeit, dass unsere Soldaten nach Hause gehen. Es war eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Die Inquisition ist mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Geht bitte weiter. Wurde binnen kurzem aufgelöst. Einige zeigten sich erleichtert über die Zerschlagung dieser unberechenbaren Organisation. Ja. Kann man das irgendwie überspringen? Nee. Andere jedoch erinnerten sich vor allem an all das Gute, das die Inquisition bewirkt und die zahllosen Leben, die sie gerettet hatte. Jene, die in ihren Dienst gestanden hatten, kehrten in ihr altes Leben zurück. Sie wussten, dass sie die Welt vor der Vernichtung gerettet hatten. Mhm. Und hofften, dass der Friede, für den sie gekämpft hatten, auch nach dem Ende der Inquisition weiterhin Bestand haben würde. Ja, sehr wahrscheinlich nicht allzu lange.
Nachdem der Drachenodem verhindert und jegliche Hoffnung auf einen schnellen Sieg zunichte gemacht worden war, zogen sich die Kunari in den Norden zurück. Nur wenige wussten, welche Debatten in Paarwollen geführt wurden, doch schon kurze Zeit nach dem erhabenen Rat griffen die Kunari erneut Tevinter an. Das ohnehin instabile Reich wurde von ihnen überrascht und schon bald tobte ein Krieg, von dem viele fürchteten, er könnte sich auf ganz Cedars ausweiten. Ja, das ist ja nicht ganz so gut. Der erhabene Rat blieb bestehen und beriet die göttliche Victoria in wichtigen Fragen. Einige Jahre lang gehörte ihm auch Cassandra an. Yay! Obwohl ihr Lilianas Politik oft widerstrebte, respektierten die einstige linke und rechte Hand der Göttlichen einander und arbeiten erfolgreich zusammen. Ist doch gut. Was machten die Sucher in der Zeit? Cassandra verbrachte außerdem einige Zeit in den Jägerhornbergen nördlich von Orlais, um dort in Orden der Sucher wieder aufzubauen. Aha. Wollte nämlich gerade sagen, die war doch hier Sucherin. Sie blieben zunächst unter sich, zeigten keinerlei Interesse an weltlichen Fragen und verfolgten ein Ziel, das sich nur wenigen Außenstehenden erschloss. Das Ende der Inquisition in ihrer bisherigen Form erschütterte den Rat der Verzauberer und Madame de Fer spielte gekonnt mit den Ängsten der Magier. Oh oh. Ihre Anhänger schlossen sich zusammen, um einen neuen Zirkel mit Vivienne als Großverzauberin zu gründen, der in direkter Konkurrenz zum Rat stand. Was dem Zirkel an Mitgliedern fehlte, machte er durch politische Verbindungen wieder wett und wurde somit schon bald zu einer ernstzunehmenden Kraft. Obwohl beide Gruppierungen um die Vorherrschaft im Süden kämpften, gelang es ihnen weitgehend friedlich nebeneinander zu existieren. Lilianna widmete sich im Anschluss an den erhabenen Rat gänzlich dem Sonnenthron und ihrem Traum von einer Umgestaltung der Kirche. Ja. Okay, da kommen schon die Leute hier mit Fackeln und Mistgabeln. Innerhalb eines Jahres fielen zahlreiche Beschränkungen hinsichtlich der Priesterschaft, sodass Männer und Frauen jeglicher Völker geweiht werden konnten. Aha. Als sie doch kurz darauf entschied, die Lobgesänge von Satan wieder in den Gesang aufzunehmen, führte dies zu einer tiefen Spaltung der Kirche. Also deswegen laufen die hier so rum, okay? Eventuell, weiß ich nicht. Beginnend in Orlais wurde nach und nach in ganz Cedars wütende Forderungen laut Lilianna abzusetzen und die Reformen der Kirche zurückzunehmen. Eieieiei. Doch ebenso schnell, wie sie aufgeflammt waren, ließen diese Unruhen auch wieder nach. Okay, da hat wohl Lilianna wieder alte Connections ausgebuddelt. Während sich die meisten einig waren, dass die Rebellion an internen Machtkämpfen zerbrach, flüsterten einige, die Göttliche selbst habe dafür gesorgt. Ja. Die Rebellion zerfiel in verschiedene Splittergruppen, von denen einige noch mehrere Monate Bestand hatten, bevor auch sie schließlich verschwanden. Sie gemeuchelt nachts in einer finsteren Gasse. Sarah verließ die Inquisition mit kaum mehr Bindungen als zu Beginn und verschwand wieder in ihrem verwirrenden Geflecht aus Gefälligkeiten und Freunden. Nachdem sie erlebt hatte, wie Arroganz und Stolz die Welt beinahe vernichtet hätten, genoss sie es, in ihre eigenen seltsamen Normalität zurückzukehren. Also, wir haben die da komplett gar nicht verändert. Vinci stattete sie natürlich dennoch regelmäßig Besuche ab. Oh. Am nervtötendsten war vermutlich Sarahs wiederholtes Angebot an die Göttliche. Mehr Bienen, wahrscheinlich.
oder hässliche Hosen. Sagt Bescheid, wenn die Aristos über eure linke oder rechte Hand jammern. Die rote Jenny bringt sie dann schon zum Schweigen. Aha. Vevic trat das Amt des Vicomte an und baute Kirkwall mit der Hilfe seines Freundes Hawk wieder auf. Letzten Endes stieg der Stadtstaat unter seiner Führung erneut zum wichtigsten Handelsplatz in den freien Marschen auf. Hey. Aber zum Schreiben kam er wohl nicht mehr. Oder vielleicht doch? Naja. Er ignorierte weiterhin jegliche Briefe, die er von der Händlergilde oder dem Prinz von Starkhaven erhielt. Mhm. Trotzdem wüsste ich gerne, ob er noch geschrieben hat. Nachdem sich die Inquisition aufgelöst hatte, übernahmen die Sturmbullen wieder Aufträge in Orlais und Ferelden. Ja, gucken, ob er hier noch ein innigeres Verhältnis zu Dorian hat. Indem er Dämonen bekämpfte und versprengte Venatori jagte, trug der eiserne Bulle seinen Teil dazu bei, die Ordnung in Cedars wiederherzustellen. Viele ihrer Aufträge führten die Sturmbullen in die Nähe der Grenzen Tevinters und somit auch zu einem Anwesen in einer Grenzstadt, in dem... der Bulle und ein gewisser Magister des Reiches so oft wie möglich einige Stunden miteinander verbrachten, bevor das Leben sie erneut auseinanderriss. Oh. Nachdem sich die Inquisition aufgelöst hatte, zog sich Kallen aus dem aktiven Dienst zurück und wurde Hundezüchter. Er kehrte nach Ferelden zurück und gründete auf einem Stück Land, das ihm die göttliche Victoria überlassen hatte, eine Zuflucht für ehemalige Templer. Naja, ich habe schon gedacht, irgendwie dann doch irgendwie so ein Tierheim. Mit seiner Hilfe überwanden viele Templer ihre Lyriumsucht und jene, die bereits dem Wahnsinn verfallen waren, verbrachten ihre letzten Tage in Frieden. Naja, ist doch auch ganz gut. Seinen Freunden aus der einstigen Inquisition wiederum versprach er, dass seine Klinge jederzeit bereit wäre, falls sie ihn je brauchen sollten. Dorian kehrte nach Tevinter zurück, um den Sitz seines Vaters im Magisterium einzunehmen. Ja, und er traf sich halt öfters mit dem Bullen. Als Gerüchte über interne Machtkämpfe im Reich aufkamen, wurde Dorian oft als Stimme des Widerstands gegen die Verdorbenheit genannt. Gemeinsam mit Magistra Mevaris Tilani gründet er das Luzerni, eine Gruppe, die, so hoffnungsvoll es auch schien, den Namen Tevinters reinwaschen wollte. Ja, aber da kam doch jetzt dann irgendwie die Kunari dazwischen, oder? Einmal wurde Dorian von Venatori überfallen und wäre höchstwahrscheinlich ums Leben gekommen, wenn da nicht ein anderer Kunari zu Hilfe geeilt wäre. Wenn nicht ein namenloser Söldnertrupp unter der Führung eines Telvashot-Kriegers die Grenze Tevinters überquert hätte und ihm um Hilfe geeilt wäre, sag ich ja. Die Söldner ermöglichten Dorian die Flucht und hinterließen bei ihrer Rettungsaktion eine Spur aus befreiten Sklaven und toten Venatori. Als Magister Pavus nach dem besagten Talvashot gefragt wurde, lehnte er jegliche Stellungnahme ab. Im Anschluss an den erhabenen Rat verabschiedete sich Tom Renier von seinen Freunden, um sich endgültig den grauen Wächtern in Weißhaupt anzuschließen. Obwohl er in den darauffolgenden Jahren kaum gesehen wurde, berichteten einige Reisende, sie seien Renier in fernen Ländern begegnet. Aha. Wie fern waren die Länder denn? All diese Berichte besagten dasselbe. Renier erfüllte seine Pflichten gegenüber den Wächtern, fand dabei jedoch stets die Zeit, anderen zu helfen.
So diente er als Schild für die Wehrlosen und machte Kindern eine Freundin, indem er ihnen kleine geschnitzte Spielzeuge schenkt. Oh, das ist auch schön. Nachdem sich die Inquisition aufgelöst hatte, verabschiedete sich Josephine und kehrte zu ihrer Familie nach Antiva zurück. Dank der Hilfe des Inquisitors wurde es den Monteliers wieder gestattet, in Orlais Handel zu treiben. Ja, genau, da haben wir ja geholfen. Die folgenden Jahre waren eine geschäftige Zeit, in der etliche neue Schiffe mit dem Wappen der Monteliers gebaut wurden und von Antiva aus in See stachen. Bald darauf lichteten auch einige rivianische Piratenkapitäne den Anker, um eine alte Fehde aus der Zeit von Josephines Vorfahren wieder aufleben zu lassen. Eieiei. Doch abgesehen davon, dass ihre Schwester Yvette beinahe mit einem Piratenprinzen durchgebrannt wäre, hatte Josephine die Situation unter Kontrolle. Die kleine Yvette. So. Cole begab sich gemeinsam mit Meriden auf die Suche nach einem neuen Leben und neuen Möglichkeiten, ein Mensch zu sein. Yay. Wie viele Kinder hatten sie? Wo auch immer Meriden ihr Lieder vortrug, wurden alte Leiden gelindert und schwere Herzen wieder leicht. Auch wenn die Leute nie verstanden, warum. Nach den Ereignissen im Winterpalast kehrten sowohl elfische Mitglieder der Inquisition als auch Elfendiener in ganz Cedars ihrer Stellung den Rücken. Niemand weiß, wohin sie gingen, doch jene, die die Geschichte des Inquisitors über Van Harrell glaubten, fragten sich, wie groß seine Truppen wohl seien. Und welche Pläne der einstige Elfenrebell verfolgte. Aha. Erschreckt mich nicht so. Meine Leute haben nichts entdeckt. Durch die Illuvien könnte er überall sein. Und da die Inquisition offiziell aufgelöst wurde, haben wir weder eine Armee noch formelle Bündnisse. Wir haben alles, was wir wirklich brauchen. Wir müssen vorsichtig sein. Solus weiß alles über uns. Wer wir sind, wie wir vorgehen, unsere Stärken und Schwächen. Dann suchen wir uns Leute, die er nicht kennt. Wir werden unseren Freund retten. Vor sich selbst. Okay. Mögliche Fortsetzung? Fragezeichen? Und wieso war Liliana nicht im Gewand der Göttlichen, sondern in ihrer ganz normalen Kluft? Das sind Fragen, die ich mir jetzt hier so stelle. Aber war cool. Und wir sind durch. Nach über einem Jahr. Gott im Himmel. Gut, es sind jetzt halt auch mit allen drei DLCs, aber selbst ohne DLCs waren wir ein knappes Jahr dran. Natürlich haben wir auch soweit alles mitgenommen. Nicht nur die Hauptquest. Nur die Hauptquest ist dann doch ein bisschen dünn. Da ist man dann doch sehr schnell durch. Aber halt, wenn man da durch sämtliche Gebiete noch huscht und sämtliche Nebenquests macht, ja, dann braucht man halt so seine Zeit. Die DLCs gingen. Wobei es jetzt halt ein bisschen irritierend war, von wegen jetzt
die ersten zwei, die dann so komplett losgelöst von allem anderen waren, da hätte man ja eigentlich hier auch schon Liliana als Göttliche irgendwie woanders hinsetzen können und stattdessen da einen Vertreter in den Rat da reinwählen können. Keine Ahnung, wer sich da hätte breitschlagen lassen. Irgendjemand hätte sich da schon gefunden, der das dann halt macht. Weil so war das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber man hätte ja auch die ganzen DLC-Sachen vor Korypheus Ende irgendwie spielen können. Naja, war halt ein bisschen merkwürdig, halt storytechnisch, fand ich jetzt mal. Jetzt der letzte Teil. Weiß ich nicht, ich fand das halt da am Anfang immer ganz schön. Was ist das denn? Ein neues Buch? Eine echt verrückte Scheiße? Was? Oh, Varric, das ist ein grauenhafter Titel. Was habt ihr euch nur dabei gedacht? Okay. Varric hat anscheinend doch noch Zeit zu schreiben. Okay, auch wenn's bescheidene Titel hat. Der Himmel toste wie das aufgewühlte Meer in einer dunklen, stürmischen Nacht. In seinem Zentrum ein klaffendes Loch, das zum Arsch des Nichts führte. Was? Ein Loch, das an diesem Tag die verschiedensten Dinge ausspuckte. Kometen, Dämonen und jede Menge Probleme. Ach cool. Oh, es geht um die Inquisition. Ja, okay. Cassandra macht hier anscheinend noch eine Lesung. Der Tavernenlärm durchschnitt die Stille wie ein Messer. Mittendrin in ihrem Element war die rote Jenny. Sie musterte mich von oben bis unten. Macht keinen Scheiß, Spinner, sagte sie gestikulierend mit einer Stulle, von der sie verächtlich abbiss. Schreibt das nicht und jetzt verpisst euch. Subtile ja. Andeutungen waren nicht gerade Sarahs Stärke, doch das war mir nur recht. Aha. Ja, weiter? Ich will jetzt auch gerne wissen, was da sonst noch drin steht. Aber zu die jedem da was. Die Zauberin wirbelte in den Raum wie ein faszinierender Tropfen Gift, der sich in einem Weinglas verteilt. Sie taxierte mich mit ihrem Blick. Wie schön, dass ihr es einrichten konntet, mein Lieber, sagte sie. Ich bin Madame de Fer, die furchteinflößendste Person, der ihr je begegnen werdet. Exakt getroffen. Wobei ich eher zickig hätte. Liliana schenkte Alphonse eine Umarmung, so ähnlich wie der Kuss einer Schlange. Ich wusste immer, dass ich auf eure Unterstützung zählen kann. Der Graf spürte den Biss ihres vergifteten Pfeils erst, als es zu spät war. Selbst wenn ihr dafür sterben müsst. Schön. Schön, dass Cassandra das liest. Das Ding ist, wer... Hätte sie die ganze Zeit machen können. Regentropfen schimmerten auf dem Griffin-Medaillon, das Blackwall umklammert hielt. Die Silberit-Schwingen der Tapferkeit. Sie sind bedeutungslos. Er schleuderte das Abzeichen auf den kalten, gleichgültigen Boden. Ihr wisst nicht, was ich getan habe. Ihr kennt mich nicht. Das ist so romantisch. Bitte was? Cassandra! Das ist nicht romantisch. Das mit Bulle und Dorian ist vielleicht romantisch. Auf eine merkwürdige Art und Weise. Cole bewegte sich wie ein Schatten, der sich wie ein Messer bewegte. Ein Schatten mit einem Hut, in dem Träume den Tod fanden. Es ist ein Rätsel, flüsterte er. Ein kaltes Rätsel, das an eurem Verstand nagt. Aber ihr werdet euch besser fühlen, wenn es fort ist. Das ergibt genauso wenig Sinn wie alles andere, was Cole sagt. Tja. Stellt ihr euren Herold etwa über das Gesetz, Botschafterin? Wessen Gesetz? Josephines Augen funkelten wie wütende Opale. Jenes, das Rebellion, Bürgerkrieg und Verschwendung vernichteten? Wir sind das Gesetz! Ja, so war Josephine auch nicht. Ein bisschen rabiat.
Ja? Noch was? Wir hatten in Adamant ein Zeichen gesetzt. Doch die Lage hatte sich noch nicht wieder beruhigt. Ebenso wenig wie Harding. Vinci! Ihr seht aus, als könntet ihr ein Bier vertragen. Tatsächlich. Eigentlich steht mir der Sinn nach etwas deutlich Stärkerem. Was geht denn da vor sich? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer das darstellen sollte. Das war definitiv nicht Harding. Der eiserne Bulle war ein Koloss bestehend aus nichts als Muskeln und Hörnern. Ein Auge achtete auf Gefahren, das andere blieb verborgen wie die Jugendsünden einer Kirchenschwester. Jetzt kommt schon, brüllte er, ohne sich umzublicken, als er durch die Tür trat. Die Tänzerin mit dem riesigen Vorbau ist in 5 Minuten dran. Das trifft ihn haargenau. Ja, nicht wirklich. Der Kommandant sah aus wie ein Templer, der sämtliche menschlichen Abgründe erlebt hatte und doch immer noch Zeit fand, auf seine Frisur zu achten. Dies ist nicht nur irgendein Krieg, sagte er mit einem Blick so stählern wie eine stumpfe Klinge. Es ist der einzige Krieg. Cullen! Das ist Cullen! Schön. Der Magier hatte ein hübsches, höhnisches Lächeln aufgesetzt, kultiviert und veredelt durch 1000 Jahre elitären, teventeranischen Denkens. Mein Name ist Dorian, zischte er. D-O-R-I-A-N. Schreibt es richtig, ihr stumpfsinniger Klotz, sonst verwandle ich euch in eine Kröte. Eine Kröte? Das ist vollkommen unglaubwürdig. Ja, vor allen Dingen bei Dorian. Würde er nie so sagen. Der kahle Elf wirbelte herum. Sein Magierstab knistern vor ungehemmter Energie. Ihr seid verrückt, schrie der rote Templer voller Entsetzen. Mondlicht schimmerte auf Ohren gleich jenen Messern, die man nicht kommen sieht. Es ist besser, ihm nicht zu verblassen, als zu verbrennen. Oh, Varric. Ja, Cassandra, hast du noch irgendwie einen Moment, Absatz über dich? Was ist mit mir? Ja, ich komme überhaupt nicht... Oh, hier ist es. Wollte gerade sagen. Die Sucherin klammerte sich an meine Weste. Die Tränen in ihren Augen waren ebenso verzweifelt wie mitleiderregend. Oh oh. Varric, ich habe mich in allem geirrt, schluchzte sie. Kann euer gütiges Herz mir jemals vergeben? Dieser Zwerg, er schreibt über mich. Ich komme in seinem Buch vor. Yay. Ich werde es verschlingen. Uh-huh. Ja. Okay. Ich habe schon gedacht, sie würde jetzt da zu Varric hingehen und ihr noch irgendwie, keine Ahnung, einen in den Hintern treten. Naja, okay. Gut. Ja, wir sind durch. Credits sind durch. Wir sind fertig. Wir kommen jetzt sehr wahrscheinlich nochmal irgendwo sehr wahrscheinlich in der Himmelsfeste raus. Um gegebenenfalls noch irgendwelche Quests, die offen sind, zu machen? Nee, kommen wir gar nicht. Ha, wir kommen in den Startbildschirm einfach zurück. Gut, dann war's das. Und zwar mit Dragon Age Inquisition. Keine weitere Folge mehr, schade. Das heißt aber, nach über einem Jahr habe ich wieder Zeit für was anderes. Ich kann endlich was anderes anfangen zu spielen. Das ist ja auch mal was. Ja. So oder so. Sehr wahrscheinlich wird es eine kleine Überschneidung geben mit dem, was ich dann als nächstes halt spielen werde als Ersatz. Na gut. Also sehen wir uns hoffentlich dann beim nächsten Projekt. Bis dann!